Das Geheimnis langanhaltender Partnerschaften. Also das werde ich oft gefragt. Hier ist die Sumit, Love and Life Beraterin und Glücklichmacherin. Und ja, eins ist ganz klar und da kann man wirklich, ich habe letztens ein paar getroffen, 52 Jahre verheiratet, soll es durchaus auch noch geben. Es gibt auch jüngere Menschen, die auch etliche Jahre zusammenbleiben und manche, die nicht der im verflixten siebten Jahr oder früher wahrscheinlich inzwischen das Handtuch schmeißen, obwohl ja die Trennung und Ehescheidungen sind schon ziemlich, ja, also jede zweite Ehe wird geschieden, Tendenz steigen und das nicht nur in Deutschland, das ist übrigens ein europaweiter, weltweiter, ja, eine weltweite Tendenz, die nicht gerade förderlich ist. Aber kommen wir zurück zum Geheimnis der Partnerschaft. Also ganz wichtig ist Kommunikation, das A und O, das haben sogar schon junge Männer mitgekriegt, also jedenfalls einige. Für alle will ich da nicht die Hand ins Feuer legen, oh Gott, da hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Aber es haben einige kapiert: Kommunikation, Respekt und liebevoll. Eigentlich ganz einfach ist die Frage, warum es nicht so funktioniert. Gibt es ganz, ganz viele Gründe. Aber die möchte ich jetzt gar nicht so genau erklären, weil ja, ihr könnt meine Beratung in Anspruch nehmen, kommt zu meinen Workshops, lest meine Bücher oder sonst wie. Und natürlich könnt ihr wieder kommentieren, Anregungen geben. Bitte respektvoll, liebevoll, freue ich mich immer drüber. Alles andere ignoriere ich ganz konsequent. Ich bitte um Verständnis, freue mich und ja, seid also in eurer Partnerschaft, wenn ihr eine habt. Hegt und pflegt sie und ja, vergesst nicht, es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Das heißt, tut etwas dafür, achtet eure Partnerin und euren Partner, seid nett, macht Komplimente und gebt ihm und ihr das Gefühl, dass sie wichtig für euch sind, weil warum sollten sie sonst mit euch zusammenbleiben? Ne? In diesem Sinne, bis bald, tschüss!